Ich soll mich als Mann selbst verwirklichen, indem ich mich ganz selbst hingebe in der Ehe für meine Frau? Wo bleibt dann noch die Selbstverwirklichung im Beruf? Wie soll das gehen? Darum geht es in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Es ist wieder soweit, liebe Zuschauer. Manly Struggles, die Reihe. Wir sind jetzt inzwischen bei der dritten Sendung angelangt. Und heute ist wirklich eine für mich persönlich sehr wichtige Sendung zu einem sehr, sehr wichtigen und emotionalen Thema, was mich immer umtreibt und auch immer sehr beschäftigt. Und Sie haben es dem Titel der Folge ja auch schon entnommen. Selbstverwirklichung durch Selbsthingabe? Ausrufezeichen, Fragezeichen? Wie soll das als Mann funktionieren, sich selbst zu verwirklichen durch totale Hingabe in der Ehe? Will ich mich nicht eher selbst verwirklichen in meinem eigenen Sein, in meinem Beruf, in meinem eigenen Wirken für mich selbst? Wie passt das zusammen? Und ich habe mir auch nicht viele Notizen gemacht tatsächlich, deswegen kann es sein, dass dieses Video ein bisschen unstrukturiert jetzt daherkommt. Ich will einfach aus dem Herzen sprechen zu dem Thema Selbstverwirklichung als Mann. Und vielleicht kann ich ja auch so ein paar Impulse weitergeben, damit Sie, liebe Männer, vielleicht auch was davon mitnehmen können. Wenn Sie jetzt ein Mann sind, der nicht verheiratet ist, und das Thema in dem Sinne vielleicht nicht wirklich für Sie zutreffend ist, oder wenn Sie vielleicht eine Frau sind, schalten Sie nicht ab, bleiben Sie gerne dabei und lassen Sie mich doch in den Kommentaren wissen, wie Ihnen die heutige unstrukturierte Folge gefallen hat. Nun, wie ist das als Mann? Also ich persönlich oder wir sind ja jetzt seit etwa 5 Jahren verheiratet. Insofern mag manch einer sagen, wie der will uns jetzt hier Tipps geben, obwohl er nur 5 Jahre verheiratet ist, in Anführungszeichen. Gebe ich Ihnen recht, das ist noch keine wirklich lange Zeit. Aber trotzdem, jetzt aus den letzten 5 Jahren sind so ein paar Sachen gewesen und Beobachtungen, die ich jetzt gestellt habe, die ich gerne an Sie weitergeben möchte. Und ob Sie das jetzt annehmen wollen oder nicht, ist natürlich Ihre Sache. Auf jeden Fall, liebe Männer, ich fühle ganz mit Ihnen, denn den Ehebund zu beschließen, ist natürlich eine Lebensherausforderung und eine Lebensaufgabe. Und ich denke, dass es für die Männer es immer so ein bisschen schwierig ist, so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu finden, für die Frauen natürlich ganz genauso. Aber es ist natürlich immer die Gefahr da, dass man sich irgendwo mit der Zeit von der Familie so ein bisschen abschottet und der eigene Beruf dann immer höher gestellt wird. Auch gerade die Entwicklungsmöglichkeiten im Beruf, die sich dann ja je nach Beruf vielleicht auch ergeben können. Aufstieg in der Gehaltsklasse und so weiter und Reisen deutschlandweit, europaweit, weltweit, wie auch immer. Das ist ja alles schön und gut. Und vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall notwendig. Ist natürlich immer im Einzelfall zu betrachten. Aber ich denke, dass da auch die größte Gefahr ist, dass die eigene Familie, die eigene Ehe, die eigene Frau, die eigenen Kinder, die vorhanden sein könnten, vernachlässigt werden. Und das ist eine große Versuchung in unserer heutigen Zeit, die ja sowieso so schnelllebig ist, dass wir, liebe Männer, aufpassen müssen, mit dem, was wir tun. Und es ist ja auch so, wir haben unseren Frauen im Ehebund das Versprechen gegeben, dass wir zu ihnen stehen, in guten wie in schlechten Tagen, bis zum Ende des Lebens, bis der Tod kommt und uns scheidet in dem Sinne. Und das impliziert ja auch, dass man sich dann wirklich gegenseitig hilft, das ganze Leben lang füreinander da ist, unterstützend da ist, und einander dient. Ja, das ist der Stichpunkt. Dienen. Wer tut sich leichter mit
anderen zu dienen, gerade den Nächsten zu dienen, der eigenen Frau, der eigenen Familie, Menschen zu dienen, die man schon ein Leben lang kennt, mit denen man tagtäglich zu tun hat, das fällt einem manchmal doch besonders schwer. Aber von außen her lässt sich doch oftmals beobachten, dass Menschen, Mann und Frau, sich das Ja-Wort geben, die Ehe eingehen, den Ehebund eingehen, sich die lebenslange Treue schwören oder versprechen, muss man ja besser sagen. Und klar, dann zerbricht es manchmal, manchmal auch nicht. Und was ich aber beobachte, ist, dass oftmals diese Ehepartner, dieses Ehepaar ein Single-Leben führt oder die Personen in diesem Ehebund ein jeweils eigenes Single-Leben führen, trotz Ehebund. Und ja, was meine ich damit? Wenn man den Ehebund begeht, dann ändern sich manche Sachen natürlich auch zwangsläufig und die sind ja dann auch dazu da, um diese anzunehmen. Und zum Beispiel das gemeinsame Leben, das Zusammenleben, das Teilen von bestimmten Dingen, die gemeinsamen Finanzen. Es sind so viele Facetten, die da zu betrachten sind und zu beachten sind. Übrigens, da kann ich unsere Reihe empfehlen, die ich mit meiner Frau zusammen abgedreht habe vor einiger Zeit. Ja, auch der Umgang mit anderen Menschen dieses Ehepaars, was das Single-Leben irgendwo bekräftigt. Dass man irgendwie mal mit anderen Menschen, die außerhalb sind, ja, sehr tiefgründige Gespräche führt, aber mit dem eigenen Ehepartner zum Beispiel gar nicht mehr. Dass man irgendwo in Versuchung gerät, zu flirten oder was auch immer. Einfach Intimitäten im weitesten Sinne austauscht, das müssen keine körperlichen Intimitäten sein, die man dem eigenen Ehepartner dann aber irgendwie gar nicht mehr schenkt, sondern eher anderen. Das ist ja schon ein großes Alarmzeichen. Und es ist ja auch so, dass es dann irgendwann immer zu schwierigen Situationen kommt in der Ehe. Davon können diamantene Paare sicherlich oder goldene und silberne Paare berichten. Es ist nicht alles Gold, was glänzt in der Ehezeit, im Ehebund. Und es gibt immer Herausforderungen, mal große, mal kleine, das ist klar. Und ich denke, gerade in diesen Situationen kommt es darauf an, wirklich dem anderen im Ehebund zu dienen. So wie es Jesus im Abendmahlsaal gemacht hat, wie er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, ihnen das alles vorgeführt hat und dann am Ende wirklich gesagt hat, ja, ich habe euch gedient und wie ich euch als euer Meister gedient habe, so sollt auch ihr einander dienen. Da war eigentlich alles klipp und klar gesagt. Es ist quasi eine Lebensberatung, die er da gegeben hat, ja, zu allen Zeiten. Dienet einander, so wie ich euch gedient habe. Und gerade Ehepaare sind ja dazu berufen, sich einander zu dienen. Natürlich sind wir Menschen als von der Erbsünde belastete, aber befreite, besonders versucht, dass es auch mal schief gehen kann und dass es nicht immer funktionieren kann. Wir sind ja nicht perfekt und nicht vollkommen, streben aber nach der Vollkommenheit als Christen. Und dafür ist ja ein Ehepaar auch dazu da, um gegenseitig in der Heiligkeit zu wachsen. Durch das jahrzehntelange Zusammenleben und gegenseitige Unterstützen, durch das gegenseitige Dienen, dass man wirklich jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr ein Stück mehr wächst in der eigenen Heiligkeit und dem anderen so indirekt auch dazu verhilft, in der eigenen Heiligkeit auch zu wachsen. Sodass wir dann am Ende unseres Lebens wirklich sagen können, ja, unsere Ehe ist auch ein Weg dafür gewesen, zu Gott zu kommen, indem wir in der Heiligkeit wachsen und ihn jedes Jahr, jeden Tag, jede Woche besser und neuer kennenzulernen. Was kann ich tun als Mann, um meiner Frau zu dienen? Ja, es ist wichtig, liebe Männer, dass wir unseren Frauen wirklich das geben, was sie brauchen. Wir müssen einfach erkennen und auch versuchen zu verstehen, was die Talente unserer Frauen sind,
was die Talente sind, was die Begabungen sind, worin sie sich entfalten können. Und wenn wir das erkannt haben, dann ist es unsere Aufgabe als Ehemänner, wirklich unsere eigene Ehefrau darin zu unterstützen, dass sie möglichst dieses auch entfalten kann, dieses Talent, was sie in sich trägt. Und das möglichst natürlich dann auch für das Reich Gottes nutzen kann. Was eigentlich die grundsätzliche Aufgabe von oben herab eigentlich immer ist, ne? Dass wir das Reich Gottes jeden Tag ein Stück weiter aufbauen und so der Welt zeigen, dass Jesus lebt. Wir müssen unseren Frauen auch die Sicherheit geben, dass sie das, was sie tun für das Reich Gottes, was sie für ihre eigene Entfaltung benötigen, dass sie das auch von uns bekommen und sichergestellt bekommen von uns Männern. Das kann natürlich die finanzielle Unterstützung sein. Sowieso ist es in der Ehe natürlich immer am besten, wenn man einen gemeinsamen Geldpott hat, sage ich mal, sodass man auch egal wer wie viel beisteuert, ihr als Ehefrau oder Ehemann, dass man wirklich sagen kann, das ist unser gemeinsames Guthaben und wie viel jetzt wer davon ausgibt, wofür, das spielt für die Einnahmen, die von ihm oder von ihr gekommen sind, eigentlich keine Rolle. Es ist wirklich ein gemeinsamer Geldtopf, so wie man ein Fleisch ist, ja? Durch den Ehebund und durch den Vollzug der Ehe, dass man dann ein Fleisch wird, wirklich, so wie Gott es vorgesehen hat. Und ein Fleisch bedeutet dann natürlich auch ein Portemonnaie oder ein Haus oder eine Wohnung und dass alles einfach zusammengehört, dass keiner eigene Besitze irgendwo hat, im weitesten Sinne. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Dann kann es natürlich sein, dass ich als Ehemann mich nicht mehr wirklich selbst verwirklichen kann, weil ich ja gerade meiner Frau dazu verhelfen möchte, dass sie sich selbst verwirklichen kann durch die Berufung, die sie hat. Umgekehrt ist es natürlich genauso. Die Ehefrau kann mir dazu verhelfen, dass ich mich selbst verwirkliche. Das ist ja ein gegenseitiges Geben und Nehmen, eine gegenseitige Unterstützung für das Wachstum in der Heiligkeit. Aber es ist natürlich immer die Schwierigkeit da, dann, dass man sich selbst vernachlässigt. Und das sind dann immer die Streitpunkte in der Ehe, die entstehen können, dass der andere zu viel bekommt, der andere zu wenig. Und ja, ihm wird das zustanden, ich selber darf aber nicht oder soll nicht, ich soll ihn unterstützen oder sie und so weiter. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn ich mich selbst verwirkliche, indem ich mich selbst in der Ehe als Mann oder als Frau ganz der anderen Person hingebe? Macht es mich eigentlich nicht glücklich, wenn ich sehe, dass meine Ehefrau durch mein Mitwirken, durch meine unterstützende Hilfe selbst glücklich wird, dass sie am Reich Gottes bauen kann und wirken kann, dass sie sich selbst verwirklicht, indem ich ihr helfe, ihr diene? Erfüllt es mich nicht im Innersten, in meinem Herzen, wenn das der Fall ist? Ist das nicht eigentlich auch irgendwo die wahre Selbstverwirklichung, dass ich mich selbst verwirkliche, indem ich mich verschenke in der Ehe, in allen Facetten, die es in der Ehe gibt, dass ich einfach wirklich alles tue und alles gebe, um meiner Frau, um meiner Familie, aber in allererster Linie um meiner Frau wirklich das zu geben, was sie benötigt, um das zu schaffen, was sie zur Ehre Gottes tun möchte. Es gibt eine sehr berühmte Bibelstelle, Epheserbrief, die ich Ihnen gerne einmal vorlesen möchte. Und wenn ich diese jetzt gleich vorlesen werde, also Sie werden diese Bibelstelle kennen, ich denke, sie ist nicht unbekannt. Aber das ist so eine Bibelstelle, die wirklich Trigger auslöst bei vielen Leuten, gerade auch bei Frauen, könnte ich mir vorstellen. Gerade auch bei vielen, emanzipierten Frauen, also emanzipierten Frauen in Anführungszeichen, aber auch genauso einige Männer werden sagen, boah, das kann ich mir nicht anhören, was er hier vorliest. Ja, aber ich trage es einfach mal vor und möchte dann mit Ihnen gerne meine Gedanken dazu teilen, als Abschluss dieser heutigen Sendung. Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 21 bis 33 und ich bin gespannt, was Sie in den Kommentaren dann dazu sagen.
Es ist übrigens noch die alte Einheitsübersetzung, aber das ist jetzt zweitrangig. Mir geht es um den Sinn und nicht um jedes einzelne Wort, dass es jetzt richtig übersetzt ist. Also, einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, Christus. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Ja, da sind schon einige getriggert. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ja, aber dazu sage ich gleich noch was. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind die Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Ja, soweit zum Epheserbrief. Harte Worte für den einen oder anderen, der das hört. Natürlich muss man irgendwo auch den Gesamtzusammenhang sehen, den Paulus hier meint oder aufführt. Als Vorbereitung auf dieses Video habe ich mir die Stelle auch noch mal ein paar Mal durchgelesen und mir ist auch direkt aufgefallen. Zuerst ist ja davon die Rede, was die Frau tun soll, sich dem Mann unterordnen. So. Und dann kommt die andere Seite, was der Mann zu tun hat. Nämlich, dass er seine Frau ehren und lieben soll, wie Christus die Kirche geliebt hat. Und mir ist dabei direkt aufgefallen, dass der erste Abschnitt relativ kurz gefasst ist, im Gegensatz zum zweiten, was der Mann zu tun hat. Es ist relativ lang und breit aufgeführt und wird von Paulus sehr ausdekliniert. Ja, was heißt es, wenn eine Frau sich unterordnet, einem Mann, ihrem Ehemann? Also ich persönlich sehe das so, liebe Zuschauer, liebe Männer. Wir Männer haben die Pflicht, unsere Ehefrauen zu beschützen. Wir stehen vor ihnen, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, zu Problemen, zu Gefahr. Wenn die Gefahr droht, dann haben wir die Aufgabe von Christus bekommen, uns schützend vor unsere Frauen zu stellen, vor unsere Familien, vor unsere Kinder. Und daher ist die Frau dann auch dazu angehalten, dass sie mir die Chance gibt, dass ich das kann. Sie muss mich als Mann akzeptieren und mich dann auch als Haupt der Ehe akzeptieren, denn ich als Haupt beschütze die Ehe und das ist die Hauptaufgabe, dass ich für das Wohl dieser Ehe sorge. Als Haupt der Ehe ein Mann zu sein, ja, das ist irgendwie auch ein bisschen irreführend vielleicht für den einen oder anderen. Denn man könnte das ja auch so verstehen, dass man wirklich mit Gewalt und mit Macht in der Ehe herrscht und die Frau wirklich unterdrückt, die Ehefrau. Und sie muss mir in allem gehorchen, was ich tue und so weiter. Ja, so kann man das verstehen, natürlich, aber da bei dieser Überlegung darf man nicht stehen bleiben.
es ist ja eigentlich viel tiefer. Es geht hier viel tiefer. Meine Ehefrau kann auf mich vertrauen, dass ich sie beschütze und dass ich das Haupt der Familie sein kann. Denn so kann sie sich auch durch meinen Schutz, den ich ihr gebe, da ich ja hier jetzt in dieser Ehe Christus darstelle, der die Kirche schützt. Und dann kann sie sich in diesem Schutz ganz entfalten, ihre Talente entfalten und alles für das Reich Gottes tun, während ich dastehe und den Aufpasser spiele, sozusagen, ja. Das ist das eine. So, dann haben wir hier noch, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Und so weiter. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Aber das Entscheidende hier ist, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Sind wir ganz ehrlich, liebe Männer, das ist ein Auftrag, der hat es in sich. Liebt eure Frauen wie Christus, der sich für seine Kirche hingegeben hat, der bis in den Tod gegangen ist, der sich für uns hat kreuzigen lassen, bis ans Äußerste gegangen ist, was ein normaler, sterblicher, sündiger Mensch eigentlich gar nicht nachahmen kann, oder? Natürlich können wir danach streben. Und das ist ja auch unsere Lebensaufgabe, um in der Heiligkeit zu wachsen und Gott einst schauen zu können. Aber es ist eine Mörderaufgabe. Und ja, wenn wir das jetzt mal vergleichen, die Ehefrau ordnet sich dem Ehemann unter, so wie Paulus es hier formuliert, scheint dann ja doch irgendwie machbarer oder einfacher zu sein, als das, was Paulus vom Ehemann erwartet. Nämlich, dass man sich ganz hingibt für die eigene Frau, wie Christus, und dafür, wenn es sein muss, bis in den Tod geht, bis ins Martyrium. Dass man sich selbst opfert für die eigene Ehefrau, um sich so dann letztlich auch selbst verwirklichen. So hat Gott es vorgesehen und das ist die wahre Freiheit, die uns geschenkt ist, denke ich. Ja. Das erfüllt einen, glaube ich, im Innersten und macht einen am glücklichsten. Macht mich am glücklichsten, wenn ich sehe, dass ich für meine Frau da sein kann und ihr helfen kann in allem, was sie tut. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Ja? Eigenliebe ist natürlich eine der drei Säulen. Eigenliebe, Nächstenliebe, Gottesliebe. Eigenliebe oder Selbstliebe, wie man es auch nennen möchte, ist die Grundvoraussetzung, um andere lieben zu können. Meine Frau, meine Nächsten und Gott. Ich muss mich selbst annehmen können. Und wenn ich mich selbst angenommen habe, da kann ich meiner Frau auch wirklich alles schenken, mich ganz hinschenken, hingeben, ihr alles geben, was ich zur Verfügung habe. Das ist das Geheimnis der Ehe. Das ist das tiefste Geschenk der Ehe. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn wie auch Christus die Kirche. Ja, ein gesunder Mensch, in Anführungszeichen gesund, der lebt auch gesund und sorgt für sich selbst und verschändelt sich nicht selbst, schadet sich nicht selbst. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Ja, ich habe ganz schön viel gefaselt und ich habe noch nie ein so unstrukturiertes Video aufgenommen. Lassen Sie mich gerne wissen, wie Sie das Video gefunden haben. Vielleicht bei der nächsten Folge, in der nächsten Sendung, Folge 4, die sicherlich kommen wird, werde ich mir wieder ein richtiges Skript machen. Aber die Hauptbotschaft, die ich jetzt für diese Folge hatte, Selbstverwirklichung durch Selbsthingabe, ist wirklich auch auf Grundlage des Epheserbriefs, liebe Männer, ihr könnt euch selbst verwirklichen durch eure Frauen, denen ihr wirklich ganz dient. Und wenn das nicht ausgenutzt wird, sondern wirklich aus der Freiheit heraus geschieht, im gegenseitigen Wirken, umgekehrt gilt das natürlich genauso, dann bringt das reiche Frucht, davon bin ich überzeugt. Und dann wird auch die Ehefrau
dafür sorgen und schauen, was benötigt mein Ehemann für seine eigene Selbstverwirklichung, möglicherweise auch im Beruf, sodass beides letztlich dann doch vereint werden kann und Ehemann und Ehefrau im Ehebund glücklich sein können zur Ehre Gottes, zur Ehre des barmherzigen Vaters. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen gottesreichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.